Hallo, wie ihr vielleicht wisst, habe ich meine Ernährung in den letzten Wochen etwas umgestellt und deswegen haben mein Mann und ich auch einige Sachen in letzter Zeit neu gekauft und online bestellt. Und dann dachte ich mir, es bietet sich doch an, einen Food- und Fitness-Haul zu machen. Das heißt, es gibt Dinge, die mit Eiweiß zu tun haben und eben ein paar so Sachen, die ich mir jetzt hole, um Gerichte zu ersetzen. Und ich würde sagen, ich fange mal an mit den normalen Sachen und auch da achte ich aber ein bisschen auf Eiweiß. Und zwar habe ich jetzt hier diesen neuen Quark entdeckt, weil normalen Quark vertrage ich leider nicht so gut. Und das ist jetzt von Alpro, reich an Protein und zuckerarm, Go-On Natur, eine pflanzliche Quark-Alternative. Und ich finde die super geil von der Konsistenz. Es erinnert mich so ein bisschen an Mascarpone. Es ist nicht so fest wie Quark, was ich eh nie mochte an Quark. Und es ist auch nicht so trocken auf der Zunge, sondern eher wie so Mascarpone eben und vom Geschmack wie ein super leckerer Joghurt. Ist aber eben zuckerarm. Also ist es nicht irgendwie so ein süßer Joghurt oder sowas. Ist Natur und hat eigentlich auch relativ wenig Kalorien, würde ich jetzt so sagen. Also ich komme damit eben gut klar, wenn ich so einen ganzen Becher als Mittagessen esse, mit Obst zum Beispiel, muss ich das auch nicht mehr extra süßen und dann kommt es echt gut hin. Und dann habe ich auch noch eine Sache, die ich relativ oft verwende zum Salat. Also ein Gericht, was ich mir auch eben oft mache, ist ein großer gemischter Salat. Ich kaufe da immer so einen fertig geschnittenen Pack. Und da habe ich zum einen eine Fertigsoße. Das ist die hier. Die habe ich auf Empfehlung von Arnoldinas Diary auf Instagram gekauft. Das ist das Kräuterwürzig-Dressing ohne Öl von Kühne. Und das Coole daran ist einfach, dass man es super tracken kann. Also man kann es echt gut abmessen und dann weiß man einfach, was man im Salat hat und wie viel Kalorien man eben gegessen hat, was ich ja momentan, also da achte ich ja momentan drauf, um in ein Defizit zu kommen. Und damit ich dann wieder so ein bisschen, meinen Proteinhaushalt steigern kann, damit es noch ein bisschen mehr wird und so weiter, nehme ich super gern solche Partygarnelen, weil die ein bisschen größer sind. Ich liebe die vom Geschmack und ich mariniere die so ein bisschen ohne Öl, das heißt einfach mit Gewürzen und brate die mir kurz an und gebe die dann noch auf den Salat drauf, zusammen mit einem gekochten Ei, und das ist auch so ein Lieblingsgericht von mir derzeit. Wenn ich das nicht habe, nehme ich ansonsten auch Schinken dazu. Dann kommen wir zu einer Sache, die ich auch häufig verwende, und zwar Kokosnussmilch. Ich habe lange Zeit Sojamilch benutzt, aber ich finde gerade im Müsli morgens ist Kokosnussmilch super lecker und auch manchmal mische ich mir das eben in meinen Quark rein, also in den Ersatzquark, und ja, hat super wenig Kalorien und schmeckt richtig gut. Und wenn wir gerade schon beim Thema Milch sind, kommen wir auch zu einem Treat sozusagen. Und zwar anstatt Kaba, wo ich halt doch ab und zu mal Bock drauf habe, trinke ich jetzt einfach das hier. Das ist auch von Alpro, die Kokosnussmilch in Schoko-Geschmack. Und es hat auch wenig Kalorien. 41 Kalorien auf 100 Milliliter. Und da kann man sich durchaus auch mal so ein Glas gönnen und es schmeckt so geil. Oder das auch irgendwie dazu benutzen, um ein Dessert zu machen oder um es ins Müsli zu geben. Mega, mega lecker. Und wenn wir schon beim Thema Treats sind, dann sind wir jetzt auch durch mit den normalen Nahrungsmitteln, die wir so im Edeka kaufen, die ich euch jetzt mal zeigen wollte. Mein Lieblingstreat ist hier Kinder Schoko Fresh. Da gönne ich mir fast jeden Tag einen so Teil und das kann ich gut eintracken. Und das ist nicht nur so eine Befriedigung von, ich brauche jetzt irgendwas Süßes, sondern ich freue mich schon richtig drauf, wenn ich es essen darf. So, dann kommen wir zu den ganzen Proteinsachen, die wir online bestellt haben. Und ich fange mal an mit den spannendsten Sachen. Und zwar haben wir uns zum einen das hier bestellt. Das ist von Wader, die Oat Protein Pizza. Und das sind 16 Mini-Pizzas, also kommen da raus. Und wir haben es jetzt schon getestet. Schmeckt sehr lecker. Der Teig ist aber nicht so klassischer, harter Teig bei uns geworden, sondern eher so ein bisschen wie ein Pfannkuchen. Müssen wir auf jeden Fall noch ein bisschen dran feilen, weil wir haben auch was anders gemacht, als es die Anleitung gesagt hat. Wir haben nämlich gleich 2 Portionen genommen, um eine größere Pizza zu machen. Und das funktioniert nicht wirklich gut. Das heißt, nächstes Mal werden wir dann tatsächlich die kleinen Pizzas ausprobieren und davon einfach mehr machen. Und da haben wir uns gleich 2 bestellt, weil Porto dann entfallen ist. Und wir haben dann auch noch bestellt bei Bodylab 24, das habe ich nämlich gesehen, auch bei der Arnoldina, Protein-Wraps. Und die schmecken richtig lecker und werden auch nicht so hart. Man kann die wirklich gut rollen. Und wenn ihr gucken oder sehen wollt, wie das funktioniert, könnt ihr entweder in einem Food Diary von mir vorbeischauen, wenn es schon online ist, oder auch einfach auf Arnoldinas Instagram-Account. Da gibt es nämlich ein Mini-Tutorial, wie man die macht oder belegen kann zum Beispiel. Dann kommen nochmal so spannende Sachen gleich, aber noch ganz kurz Standard-Sachen. So, wenn man jetzt Kraftsport macht, kennt das eigentlich jeder. Wir haben auch Protein
Pulver. Das ist jetzt hier von ESN, das Whey-Protein. Und das schmeckt richtig, richtig gut. Und wir haben das mal verglichen. Von den Nährwerten war das gut. Also das, da kümmert sich mein Mann eher drum. Und davon braucht man ja auch nicht viel. Und es schmeckt saugeil. Gerade sowas in Quark rein. Ich gebe davon einen Scoop. Also das sind so 30 Gramm ungefähr. Gebe ich dann auch in meinen Quark gern rein. Dann schmeckt das eben auch nach dem, was hier steht. Zum Beispiel Peanut Butter Cookie Dough. Richtig geil. Dann haben wir uns bestellt Lemon Lime Cheesecake und Chocolate Fudge Cookie Dough. Also mega geil. Die sind jetzt noch geschlossen. Ich freue mich drauf. Aber wir haben die eben schon öfter gehabt in verschiedenen Sorten und die waren so lecker. Wirklich. Dann haben wir hier hinten noch zwei Sachen und darauf freue ich mich jetzt ganz besonders, weil es das am Wochenende bei uns geben wird. Und zwar ist es auch von ESN, Protein-Pancakes. Oh, ich finde, das sieht so geil aus und ich hoffe, die schmecken gut. Wir werden das nicht mit Sirup machen, weil das haben wir nicht da und jetzt extra so eine Flasche kaufen, finde ich nicht gut. Wir werden da einfach ein bisschen Schokocreme drauf geben oder Marmelade. Und da freue ich mich schon sehr drauf. Und was wir auch noch gekauft haben, das muss ich jetzt auch noch testen, ist noch geschlossen, von ESN, die aus der Raw Series. Und das sind Soja Crispies with Cocoa. Also Schokolade. Ich bin gespannt, ob das so ein Müsli ist. Ich weiß es gar nicht. Das hat eigentlich auch eher mein Mann bestellt. Aber ich werde davon auch ein bisschen was probieren. Und das war unser aktueller Food Haul. Jetzt seht ihr, was bei uns so eingezogen ist neu. Und wenn jetzt irgendwas eine Frage habt oder ein Video sehen wollt, dann schreibt sehr gerne in die Kommentare. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaut sehr gerne noch hier in der Playlist vorbei oder abonniert kostenlos hier unten meinen Kanal. Dann verpasst ihr auch keins meiner Videos. Und ich wünsche euch jetzt allen noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao!